Hier ist Saarland Fernsehen 1 und Ed Saarland. Hallo, wir haben einen Rennfahrer jetzt mal zu Gast. Der hat seine eigene Maschine mitgebracht. Wenn Sie sich mal kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Mario Kasner. Ich komme aus Husum. Das ist in der Nähe von schon fast Dänemark. Und ich bin Fahrer von diesem guten Zweirad hier, der Hayabusa Turbo. Und wir fahren in ganz Europa Drag Race, das heißt Viertelmeilerrennen. Da geht es Mann gegen Mann, Beschleunigung, so schnell wie es geht, die 402 Meter hinter sich zu bringen. 402 Meter? 402 Meter sind es ziemlich genau. Und das macht Spaß? Das macht ziemlich Spaß, weil die Beschleunigung, die macht das Ganze natürlich aus. Ist eine ziemlich extreme Beschleunigung. Deswegen sind die Fahrzeuge auch nach hinten verlängert. Der Schwerpunkt liegt, wenn es geht, alles nur nach vorne, alles an Gewicht nach vorne, selbst Batterie, Steuergerät, wir machen alles nach vorne oder leicht. Stark. Mit was ist das ungefähr zu vergleichen, die Beschleunigung? Gibt es überhaupt einen Vergleich? Ich würde sagen, ein ziemlich guter Porsche müsste da schon kommen mit Allradantrieb, damit der mir auf den 402 Meter wegfährt. Und Sie fahren wo überall? Ich fahre zum Beispiel in Hockenheim auf den Public Race Days oder in Drachten, das ist in Holland. Teilweise fahre ich auch nach Dänemark. Leider sind Fahrten nach England oder Skandinavien, Schweden, Norwegen oder so doch recht teuer, weil die Überfahrten, die Fähren, unheimlich teuer sind. Dafür langt es natürlich dann nicht unbedingt immer von den Sponsoren, aber jeder gibt sein Bestes, ich auch meins. Und das ist im Prinzip etwas, was Sie jetzt hauptberuflich machen? Oder ist es Nein, das ist reines Hobby, reines Hobby. Und so im wahren Leben, was machen Sie da? Ich bin Schlosser. Schlosser sind Sie? Ja, ich bin ganz normaler Schlosser. Okay. Und was sagt so die Frau, die Mutter, als sie das erste Mal kam mit Drag Race? Meine Mutter hat mich zum Motorsport selber hingebracht. Also ehrlich? Ich bin früher als Kind schon immer mitgenommen worden zum Speedway. Also von daher, das Benzin, das lagert schon lange in meinem Blut. Genau, wenn Sie mal so lieb sind, mal Ihr Mobiltelefon mal rausholen. Sie haben da ein kleines Rennen drauf, das wollte ich mal mitnehmen. Ja, warten Sie mal. Das machen wir jetzt mal ganz, ganz spontan. Ich habe das eben gesehen, dass man sich vorstellen kann, ungefähr wie das aussieht. Der Erfolg, der ist Ihnen natürlich auch hold gewesen, oder? In letzter Zeit. Was war so der größte Erfolg, den Sie hatten? Ich konnte in meiner Kategorie, in dem Verband, in dem ich fahre, zweimal Europameister werden und einmal Vize. Jetzt, was ist jetzt zu sehen? Was sieht man gerade? Das ist das Aufwärmen der Reifen. Auf der präparierten Strecke, die auf Gummi und mit Klebstoff präpariert ist. Das ist jetzt gerade zufälligerweise in Drachten, Holland. Okay. Jetzt stellen wir uns in die Lichtschranke und warten auf das Kommando vom Starter. Dreimal gelb, einmal grün. Und dann geht's. Dauert es wie lange? Also meine beste Zeit ist 8,5 Sekunden von 0 auf 268. Das ist schon eine ziemliche Beschleunigung, aber es bringt immer wieder Spaß. Jedes Mal, wenn man durchs Ziel ist, man ist also euphorisiert. Sind hier jetzt auch schon Leute gewesen, die Sie jetzt erkannt haben? Nein, erkannt nicht. Dafür ist die Szene leider zu unbekannt. Leider. Ja. Und aber, Staaten, sind Sie da? Wie bitte? Jetzt in Amerika, sind Sie da? Nein, leider auch noch nicht. Das wäre natürlich mal ein Riesentraum, da mal hinzufahren zu den wirklich großen Veranstaltungen. Da wird das auch ganz anders dargestellt. Okay. Das ist fast volkssportmäßig. Volkssport. Aber was ist da jetzt zu sehen? Das ist die Öltemperatur. Hier habe ich meinen Luftdruck für die Pressluftschaltung. Wir schalten über Pressluft. Das passiert unter Volllast im Millisekundenbereich. Ich habe eine Zündunterbrechung von 65 Millisekunden und da wird der Gang einfach bei Vollgas durchgeschaltet. Und das heißt aber auch entsprechende Belastungen fürs Getriebe, oder? Das Getriebe ist natürlich großen Belastungen ausgesetzt. Aber wenn alle Rahmenbedingungen passen, dann kann man da schadfrei davonkommen. Okay.
Und Sie schalten dann in, durch die Gänge oder komplett? Oder? Also ich schalte in 8,5 Sekunden auch alle Gänge durch. Ich fahre im letzten Gang durchs Ziel mit ja, gute 2,70. Krass. Verrückt, oder? Es ist ein bisschen verrückt, aber verrückt sein ist schön. Okay. Sehr schön. Ihre Page bitte, wo man was über Sie lesen kann. Ich nehme an, das ist eine Homepage oder Facebook. Was haben ich bin ganz normal auf Facebook zu erreichen unter meinem Namen, der ja auf der Scheibe zu sehen ist. Super. Ich habe mal wieder viel gelernt heute auf der Intermoto 2017. Vielleicht noch ein, zwei Takte zum Saarland, wenn Sie noch sagen, wie sind die Saarländer so? Alles nette Leute, schönes Wetter heute hier auch, super Veranstaltung. Also passt. Komm gerne auch mal wieder, wenn es hier wieder stattfinden würde. Alles klar. Vielen, vielen Dank für das nette Interview.